Selbst in Zeiten, in denen Mobile Working und auch Mobile Devices immer beliebter werden, ist es doch ab und zu nötig, dass man so einen kleinen Nagger zur Hand hat. Gerade wenn man präzise arbeiten will oder vielleicht mal in der Pause den einen oder anderen Shooter zocken möchte. An unserem MacBook und iPad nutzen wir ja die Logitech M238. Die gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Designs. Kann sich jeder aussuchen, was er will. Das ist eine zuverlässige und aber auch kleine Funkmaus. Jetzt haben wir aber von Uhuru diese kleine RGB-Funkmaus bekommen. Und wie sich die schlägt, das erfahrt ihr hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Legen wir los. Hashtag Transparenz. Diese Maus haben wir von Uhuru kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das wird aber keinerlei meine Meinung beeinflussen. Ich sage, was ich denke, so wie immer, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Das ist also die Uhuru UGM 01. Sie hat 3600 dpi maximal, ist rechargeable, also praktisch zum Aufladen, hat einen Akku drin und hat 7 LED Light Modes. Das heißt, sie hat 7 verschiedene Farben. Was das dann bedeutet, sehen wir später. Was steht denn sonst noch drauf? Ja, sie hat ist eben eine Wireless-Maus, 7,4G, also praktisch der kleine Funkstandard. Dann haben wir 6 Buttons, wir haben eine DPI, wählbar von 800, 1200, 1600, 2400 und 3600 DPI. Lightweight, also ist das besonders leicht, das stimmt auch. USB-B und USB-C Anschluss, Dual-Connector und RGB-Light. Ansonsten noch eingebauter Akku, Lithium-Polymer und ein optischer Sensor. Ansonsten, hinten steht nichts mehr, das war's dann. Dann schauen wir doch mal rein. Sie kommt so verpackt daher. Wir haben hier noch die diversen Kabel und eine Anleitung. Den Rest tun wir mal weg. Fangen wir mit der Anleitung an, die wir ja sonst nie lesen, wie immer. Ja, eine englische Anleitung. Oh, und eine deutsche Anleitung. Ist ja ganz was Neues. Also die ist wirklich für den deutschen Markt gemacht. Sehr interessant. Englisch und Deutsch. Ja, das alles beschrieben. Sehr schön. Mitgeliefert wird dieses USB-A auf USB-C Kabel. Außerdem haben wir hier noch einen Adapter von USB-C auf USB-A. Falls man mal praktisch am iPad oder auch am MacBook, da haben wir ja USB-C-Anschlüsse, dann kann man die Maus auch direkt anschließen. Wobei ich gleich dazu sagen muss, die Maus funktioniert nicht mit Kabel, sondern das ist wirklich nur zum Laden gedacht. Ja, das ist also die Maus selber. Die ist aus fasst sich angenehm an, aus Kunststoff. Sie ist sehr leicht. Ich muss mal schnell wiegen. Ich blende es euch jetzt unten ein, wie schwer das die Maus ist. Also sie ist nicht zu leicht, dass man sie praktisch ganz leicht wegschieben könnte, aber sie ist auch nicht zu schwer. Also angenehm. Hier vorne haben wir eben den USB-C Ladeport, mit dem man ja hier dann uns das Kabel verwenden kann zum Laden, das mitgeliefert wird mit Adapter. Aber wie gesagt, nur ein Ladeanschluss, keine nicht zum kabelgebundenen Betrieb geeignet. Die Akkukapazität der Maus ist leider nirgends bekannt. Ich habe es auch auf der Webseite nicht gefunden, aber in einer Woche Nutzung habe ich es jetzt nicht geschafft, den Akku leer zu bekommen. Das ist gut, denn ich hatte schon Mäuse aus China, die nach 3 Tagen schon das Hackeln anfingen und schon geladen werden mussten. Also die haben keine 3 Tage durchgehalten. Die ist bis jetzt noch nicht leer. Unten haben wir die Standardkleider, 3 Stück. Wenn die mal abgenutzt sind, muss man halt sich Standardkleider kaufen und zuschneiden. Ich habe jetzt auch keine Ersatzkleider dafür gefunden, aber bei so einem 14-Euro-Produkt erwarte ich das auch nicht, dass ich da noch irgendwo die Kleider finde.
Unten haben wir dann das Fach, wo der 2,4 GHz Receiver-Dongle drin ist. Der ist damit schön sauber aufgeräumt. Wenn man die Maus unterwegs dabei hat, steckt man es da unten rein. Das ist aufgeräumt. Jetzt hänge ich das mal rein in den PC, damit die das Leuchten anfängt, denn nur dann leuchtet sie. Denn wir haben hier unten den Schalter, wir haben aus, wir haben an, ohne Licht. Also ihr seht, die springt an, aber wir haben oben keine Beleuchtung. Also man sieht zwar den Sensor mal kurz durchleuchten, das war es dann aber schon. Und wir haben noch einen dritten, also eine zweite Stufe, bei der dann die Maus vor sich hin leuchtet. Der Lichtmodi ist halt leider wirklich nur, der Lichtmodi ist nur im Regenbogeneffekt. Sobald man die Maus bewegt, geht das Licht auch aus, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, weil man hat ja eigentlich die Hand drauf und dann wird man das Licht eh nicht sehen und sobald man es loslässt, fängt es wieder das Leuchten an. Die perforierte Oberfläche hier oben, die kennen wir ja schon von der Sharkoon Light 2. Das sorgt dafür, dass die Hand nicht so leicht schwitzt, wenn sie aufliegt und eben auch die ganze Maus leichter macht. Wobei das mit dem Schwitzen sowieso so eine Sache ist, denn das ist natürlich auch abhängig von der Hand. Also meine ist zum Beispiel zu groß, so dass ich eigentlich fast nicht aufliege. Von meiner Tochter die Hand, die liegt hier auf, für die ist die auch passend. Rechts und links haben wir natürlich die Haupttasten und wenn man hört, die sind ganz leise. Zum Vergleich mal hier die Logitech. Das sind wirklich Silent-Tasten. Hier, die klicken schon ziemlich laut. Aber dennoch sind sie angenehm und präzise. Also sie haben genau den richtigen Weg. Man hat das nötige Feedback, also ist echt gut gelöst, muss ich sagen. In der Mitte haben wir ein silbriges Mausrad, das in der Mitte eine Gummierung hat. Es ist aber keine so eine klebrige Gummierung, wie es manchmal bei diesen billigen Produkten gibt, sondern das ist wirklich eine angenehme Gummierung. Man hat gut Grip dran, aber ist jetzt eben wie gesagt auch nicht klebrig. Und diese Maustaste lässt sich auch noch nach unten drücken, das heißt man hat insgesamt 1, 2, 3 und die zwei Seitentasten, dann 5 Tasten. Dann kommen wir doch auch gleich zu den Seitentasten. Wir haben 2 Daumentasten für Rechtshänder. Und zwar auch die klicken leise, allerdings schon lauter als die oberen Tasten. Die hört man gar nicht. Und somit haben wir auch im Gegensatz zu unserer Logitech, hier hätten wir jetzt auch Daumentasten. Die haben mir nämlich da schon immer ein bisschen gefehlt, weil da habe ich immer den Browser vor und zurück draufgestellt. Und auch bei manchen Programmen, gerade bei Shootern, kann man sich hier auch noch was drauflegen. Somit ist die natürlich für Gaming optimal auch geeignet. Kippen lässt sich das Mausrad nicht. Es klingt zwar so, aber ich habe schon probiert, das ist das praktisch nach unten drücken, was da klickt. Das löst ziemlich leicht aus. Aber dann testen wir doch die Maus gleich einmal. Starten wir doch mal eine Runde Apex. Daumentasten gehen. Ohne Probleme. Auch die Mitteltaste geht im Spiel einwandfrei. Radtaste geht einwandfrei, ohne Probleme. Rechte, linke Maustaste gehen einwandfrei. Oh Mann. Ich habe das Spiel schon wieder seit Wochen nochmal gemacht. Man merkt's. 2 hours later.
Also trotz Niederlage muss ich sagen, die Maus funktioniert echt, echt gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet für eine 14-Euro-Maus. Sie reagiert auf jeden Fall schon mal besser als meine Logitech. Gut, die ist aber wirklich überhaupt nicht für Gaming geeignet, alleine schon von der Gleitfläche und ja auch die Tasten. Also spielbar ist sie auf jeden Fall. Was sie aber mit meiner M238 von Logitech gemeinsam hat, sie ist ein Tick zu klein für längeres Arbeiten. Bei längeren Zocking-Sessions und auch nach einem Arbeitstag mit dieser Maus, muss ich sagen, merkt man schon, das ist schon anstrengend, weil man halt doch die Hand etwas krümmeln muss. Da ist natürlich eine Maus in der Größe, hier zum Vergleich, wesentlich angenehmer, denn da liegt die Hand halt drauf. Aber das ist ja auch mehr eine mobile Maus, na, ganz schön staubig da unten gewesen, ist zurzeit ganz viel Blütenstaub. Aber sie ist ja eigentlich auch als mobile Maus gedacht, deshalb ist es zu verzeihen. Aber wer sie als Hauptmaus haben möchte, für den, wie ihr hier sehen könnt, ist es mit kleineren Händen, wie sie meine Tochter hat, wesentlich angenehmer als mit meinen etwas größeren Händen. Wer richtig große Hände hat, für den ist sie gleich gar nichts, denn der arbeitet dann meistens ja so damit. Ja, für gerade mal 14 Euro bekommt er hier echt ein gutes Stück Hardware. Nichts knatzt oder klemmt und auch die Eingabebefehle wurden schnell und präzise an den PC weitergegeben. Selbst zum Zocken von Apex Legends, wie ihr gesehen habt, ist sie vollkommen brauchbar. Ja, einzig der nicht vorhandene Modi zum Einstellen der RGB-Beleuchtung, der stört mich ein bisschen. Also ich hätte es halt dann gern entweder, dass ich sogar mal ganz ausschalten kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz im Dunkeln arbeite, dass er nicht so arg leuchtet. Oder auch die Farbe, natürlich passend immer zu meinem Setup. Wäre natürlich schön. Und so wechselt sie halt den Regenbogen durch. Aber gut, die Maus kostet 14 Euro. Für Leute allerdings mit größeren Händen, also ich habe jetzt ja auch nicht gerade die größten Hände, ich tue mich schon schwer. Aber wer große Hände hat, für den ist die Maus wirklich nicht geeignet. Denn längeres Arbeiten damit schmerzt dann schon ziemlich in der Hand. Aber ich sage jetzt aber gerade für die Damen unter euch, die vielleicht nicht ganz so große Hände haben, ist das natürlich eine Top-Maus. Und für alle, die eine größere Maus brauchen, das Modell gibt es auch noch größer. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Außerdem hat Uhuru noch verschiedene andere Gaming-Mäuse, die sich sehr am Design von bekannten großen Herstellern orientieren. Vielleicht kriegen wir ja da auch mal eine zum Testen. Dann kann ich euch die auch mal vorstellen. Wenn wir mal wieder eine Maus brauchen für einen komplett Gaming-PC, vielleicht kaufen wir auch da mal eine. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal auch die anderen Modelle unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht auch noch was anderes. Uhuru hat nämlich auch noch andere Sachen. Es rentiert sich vielleicht auch mal da reinzuschauen, denn zum Beispiel gibt es auch ganz witzige Sets. Ich werde es euch jetzt dann auch auf dem Screen schicken. Hier so richtig grüne Tastaturen. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Zurzeit gibt es leider nur in Grün. Ich habe sie aber auch schon in Rosa und Hellblau gesehen, so viel ich weiß, oder in Gelb. Leider momentan sehe ich hier nur noch Grün. Entweder war es ein anderer Hersteller oder sie gibt es zurzeit nicht. Aber auch das ist mal witzig, wer sich ein grünes Setup machen möchte. Ja, was haltet ihr also jetzt von dieser Uhuru UGM01, dieser kleinen kabellosen Gaming-Maus RGB? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch auch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit wir endlich die 1000 Abonnenten knacken. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.